Verpackungsbeilagen von Medikamenten. Sie sind saulangweilig und furchteinflößend zugleich. So wie dieser Esel von Winnie Pooh, wenn er dich mit einem Messer bedrohen würde. In der Packungsbeilage finden wir eine lange Liste möglicher Nebenwirkungen. Nur was diese Auflistung bedeutet, wird so oft missverstanden, dass selbst der Großteil aller Ärztinnen und Pharmazeuten es falsch interpretiert. Die Packungsbeilage fühlt sich von der Gesellschaft so wenig verstanden wie ein Teenager in seiner Punkphase. Wie ein Teenager, der in seiner Punkphase den Ball der Wirtschaftsuniversität Wien besucht. Wir sehen uns heute an, was die Nebenwirkungen in der Packungsbeilage tatsächlich aussagen, warum bereits das Lesen der Packungsbeilage die Gesundheit gefährdet und wie man aus diesem Schlamassel wieder herauskommt. Beginnen wir mit einem Beispiel. Beta-Blocker. Das sind Arzneimittel, die man häufig Menschen mit Herzproblemen verschreibt. Bei diesem Medikament werden 33 Nebenwirkungen gelistet, die man im Zuge der klinischen Studien entdeckt hat. Aber bei klinischen Studien gibt es ja meistens auch Placebo-Gruppen. Also Menschen, die anstelle des Beta-Blockers zwecks Kontrolle bloß Zuckerpillen bekamen. Und jetzt kommt's. Von den 33 Nebenwirkungen sind 22 mit der gleichen Häufigkeit in der Placebo-Gruppe aufgetreten. Zumindest statistisch nicht unterscheidbar. 6 dieser Symptome traten in der Placebo-Gruppe sogar häufiger auf, als bei den Menschen, die Beta-Blocker bekamen. Lediglich 5 der gelisteten Nebenwirkungen traten bei den Menschen, die Beta-Blocker nahmen, signifikant häufiger auf als in der Placebo-Gruppe. Wie kann es sein, dass trotzdem alle 33 Symptome als Nebenwirkungen der Beta-Blocker genannt werden? Hier müssen wir 2 ganz zentrale Dinge verstehen. Erstens, damit eine Nebenwirkung in der Packungsbeilage landet, ist es nicht notwendig, dass ein ursächlicher Zusammenhang mit dem Medikament belegt wurde. Und zweitens, der Beipackzettel ist nicht bloß ein Informationsservice für uns, er hat vor allem eine juristische Funktion. Gönnen wir uns § 84 des deutschen Arzneimittelgesetzes. Hier geht es um die Frage, wann eine Person, die eine Nebenwirkung entwickelt, Anspruch auf eine Schadensersatzzahlung hat. Zitat: Die Ersatzpflicht besteht nur, wenn, bla bla bla, der Schaden infolge einer nicht den Erkenntnissen der medizinischen Wissenschaft entsprechenden Kennzeichnung, Fachinformation oder Gebrauchsinformation eingetreten ist. Anders ausgedrückt, je mehr Nebenwirkungen in der Packungsbeilage stehen, desto geringer das Risiko für den Hersteller. Im Zweifel schreibt man deshalb lieber zu viele Nebenwirkungen hinein als zu wenig. Das ist fast ein bisschen ironisch, weil manche den Herstellern gern pauschal vorwerfen, sie würden Nebenwirkungen verheimlichen, während sie in Wirklichkeit oft bemüht sind, so viele wie möglich davon auf diese Zettel zu packen. Außerdem gibt es nach den klinischen Studien die Möglichkeit, Symptome, die einem auffallen, an Behörden und Hersteller zu melden. Auch die landen in der Packungsbeilage. Das ist wichtig, um auch seltene Nebenwirkungen aufspüren zu können. Aber hier ist ein ursächlicher Zusammenhang mit dem Medikament meist ganz schwer festzustellen. Muss man aber auch nicht. In der Regel reicht ein zeitlicher Zusammenhang, sofern sich ein ursächlicher nicht mit absoluter Sicherheit ausschließen lässt. Und absolute Sicherheit gibt es selten. Ein schönes Beispiel dafür ist dieser Impfstoff gegen Windpocken, nachdem irgend so ein Dude mal gebissen wurde. Zu meiner Zeit gab es diesen Impfstoff leider noch nicht, deshalb bekam ich die Windpocken und sah aus wie das ärgste Opfer. Aber nicht ich bin hier das Opfer, sondern du, weil du voll reingeschaut hast. Aber schauen wir mal zu den Nebenwirkungen. Ein nicht giftiger Biss oder Stich. Du wirst mich ja nicht beißen, nur weil ich geimpft bin, oder Dr. Slizzle? Komisch, was haben wir noch? Ungewöhnliche Träume. Merkwürdiger Impfstoff. Vielleicht sollte ich mich mal ausruhen. Ich glaube, ich brauche eine Werbepause. Kennst du dieses Gefühl, als würdest du verfolgt werden? Vielleicht liegt es ja daran, dass du verfolgt wirst. Und zwar im Internet.
Aber das lässt sich jetzt ganz leicht ändern, und zwar mit NordVPN. NordVPN ist ein virtuelles privates Netzwerk, das dir erlaubt, deinen digitalen Standort nach Belieben zu verändern. Nur wenige Klicks und schon chille ich in Afrika mit den Giraffen. Jetzt bin ich in den Vereinigten Staaten von Amerika. Und jetzt bin ich bei einem Candlelight-Dinner mit deiner Mutter. Bitte was? Natürlich kann man NordVPN nutzen, um Artikel zu lesen oder Filme zu sehen, die in deinem Land noch nicht zugänglich sind. In 0,x ist der Internetverkehr verschlüsselt. Eine hervorragende Möglichkeit, diesen Kanal zu unterstützen und gleichzeitig etwas für seine Internetsicherheit zu tun. Wer sich NordVPN jetzt für 2 Jahre sichert, bekommt 4 Monate gratis obendrauf. Am besten unter nordvpn.com/mega. Weil es niemanden etwas angeht, was du dir im Internet ansiehst. Oh, bonjour. Nachdem für eine Nebenwirkung kein ursächlicher Zusammenhang mit dem Medikament belegt sein muss und man sie im Zweifelsfall lieber dazu schreibt, sind viele der Nebenwirkungen, die wir in Packungsbeilagen sehen, einfach Symptome, die wir häufig im Alltag entwickeln. Zu den häufigsten Beschwerden des Alltags zählen Symptome wie Rückenschmerzen, Erschöpfung und Kopfschmerzen. Es ist kein Zufall, dass diese Symptome bei den allermeisten Medikamenten als mögliche Nebenwirkungen gelistet sind. Das ist das wahre Geheimwissen. In einer Studie aus Hamburg wurde gezeigt, dass sogar der Großteil aller Expertinnen und Experten aus dem Gesundheitsbereich die Packungsbeilage falsch interpretiert. Hier ist, wer aller dachte, Nebenwirkungen würden mit der am Beipackzettel erwähnten Häufigkeit vom Medikament verursacht werden. 95% der Leute, die Gesundheitswissenschaft studieren, alle getesteten Medizinstudierenden, 60-80% der getesteten Ärztinnen und Ärzte und 66% der Pharmazeutinnen und Pharmazeuten. Jetzt könnte man sagen, Bruder, chill, besser stehen zu viele Nebenwirkungen drauf als zu wenig. Tatsächlich steht dieses ausufernde Auflisten kaum belegter Nebenwirkungen, aber sehr in der Kritik. Zum einen, weil bereits der Anblick dieser langen Liste auf manche so abschreckend wirkt, dass sinnvolle Therapien gar nicht erst begonnen werden. Aber auch, weil bereits das Durchlesen einer solchen Liste krank machen kann. Und schuld daran ist der Nocebo-Effekt. Das Wort Nocebo kommt aus dem Lateinischen und bedeutet, ich werde schaden. Der Nocebo-Effekt ist der böse Zwilling des allseits beliebten Placebo-Effekts. Nur dass hier nicht eine positive Erwartung meine Symptome bessert, sondern eine negative Erwartung Symptome verursacht. Wenn man Menschen vor einer Bergtour sagt, dass man in großer Höhe oft Kopfschmerzen bekommt, entwickeln sie bei der Besteigung häufiger Kopfweh als Personen, die nicht auf dieses Risiko hingewiesen wurden. Und eine ähnliche Erfahrung machten viele von uns mit der Corona-Schutzimpfung. Bei keinem anderen Arzneimittel wurden alle denkbaren Risiken in den Medien und im Bekanntenkreis derart ausführlich thematisiert. Über Monate hinweg wurde eine enorme Erwartungshaltung bezüglich möglicher Nebenwirkungen aufgebaut. Und das blieb nicht ohne Folgen. In einer Meta-Analyse wurden Daten von zigtausenden Menschen analysiert, die bei klinischen Studien zu Corona-Schutzimpfungen mitgemacht hatten. Nach der ersten Dosis entwickelten 46% der Geimpften körperweite Symptome wie Erschöpfung, Kopfweh, Gelenkschmerzen etc. Aber diese Arbeit schaute auch zu den Kontrollgruppen, also Personen, die keinen echten Impfstoff bekamen, sondern bloß eine Kochsalzlösung. In dieser Gruppe berichteten 35% der Personen, ebenfalls diese Symptome entwickelt zu haben. Laut dieser Arbeit waren nach der ersten Impfung 3/4 der Symptome nicht auf den Impfstoff zurückzuführen, sondern auf den Nocebo-Effekt. Je intensiver wir uns mit möglichen Nebenwirkungen befassen, desto eher werden wir auch welche entwickeln. Und hier liegt die große Tragödie der Packungsbeilage. Einerseits ist es natürlich wichtig, sich über mögliche Risiken zu informieren. Andererseits kann die Erwartungshaltung, die dadurch entsteht, dazu führen, dass wir das Medikament tatsächlich schlechter vertragen. Und nur weil ein Symptom durch den Nocebo-Effekt verursacht wurde, ist es nicht weniger real. Ein schönes Beispiel dafür ist die Angst vor Handystrahlung. Was? An der Uni Regensburg untersuchte man Leute, die sich für elektrosensibel halten. Wurden diese Leute Handystrahlung ausgesetzt, empfanden sie ziemliche Schmerzen. Das gaben sie nicht bloß in Fragebögen an, der Schmerz konnte direkt im Gehirn als Aktivierung der Schmerzzentren nachgewiesen werden. Aber jetzt kommt der Plot-Twist. Das Ganze war ein Bluff.
Es gab nie ein Handy. Die ganze Strahlung war erstunken und erlogen. Was willst du tun? Nicht die Handystrahlung hatte diese Symptome verursacht, sondern die Überzeugung, gleich Strahlung ausgesetzt zu sein, von der sich diese Leute Symptome erwarteten. Ein klassischer Nocebo-Effekt, der aber reale Schmerzen verursacht. Denn realer als aktivierte Schmerzregionen im Gehirn kann Schmerz nicht sein. Und mit der Packungsbeilage verhält es sich nicht anders. Wenn wir Symptome erwarten, werden wir auch eher Symptome entwickeln. Gleichzeitig haben Packungsbeilagen aber natürlich einen Nutzen und können nicht einfach ignoriert werden. Wie also löst man dieses Dilemma? Ein Anfang könnte sein, darüber aufzuklären, was die Liste der Nebenwirkungen aussagt und was nicht, damit wir Packungsbeilagen mit der angemessenen Skepsis begegnen. Das versuche ich hier gerade. Gern geschehen. Manche Arbeiten schlagen auch vor, zusätzlich zum gewohnten Beipackzettel einen zweiten Zettel in die Verpackung zu stopfen. Ein Beipackzettel zum Beipackzettel, der nicht so sehr der rechtlichen Absicherung der Hersteller dient, sondern ausschließlich das Ziel verfolgt, Patientinnen und Patienten mit gut verständlicher Information zu versorgen. Und zum Beispiel auch anmerkt, wie häufig Nebenwirkungen in der Placebo-Gruppe aufgetreten sind. Und auch die Art, wie wir über Nebenwirkungen sprechen, kann den Nocebo-Effekt beeinflussen. Seltene Nebenwirkung klingt bedrohlich, aber es hilft, wenn wir uns vor Augen führen, dass das bedeutet, dass über 99,9% aller Behandelten dieses Problem nicht entwickelten. Anstatt zu sagen, das Medikament würde bei 2 von 10 Personen Kopfschmerzen verursachen, kann es sinnvoll sein zu betonen, dass 8 von 10 den Wirkstoff gut vertragen. Alle Quellen in der Beschreibung auf YouTube und hier ist eine Liste an Nebenwirkungen, die auftreten können, wenn man diesen Kanal abonniert. Freispruch von allen Sünden. 50 neue SexualpartnerInnen. Unendlich Munition. Laser aus den Augen schießen. Da ist jetzt nirgends ein kausaler Zusammenhang belegt. Aber das Gegenteil ist auch nicht belegt. Also, erscheint die Liste mir zu lange, dann wird mir nicht gleich Angst und Bange. Denn Folgendes ist meistens richtig, die Länge ist nur mittelwichtig.